Die zweite Saison von Overwatch steht an und wir bekommen Ramattra und viele coole Skins. Und da gab es jetzt einen Launch-Trailer und den gucken wir uns gemeinsam an. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Schon mal schöner Widowmaker-Skin. Beginnt am 6. Dezember. Ganz kurz zu Ramattra, falls ihr noch nichts zu ihm oder von ihm gesehen habt. Ich habe ein Video auf jeden Fall zu Ramattra schon gemacht. Guckt euch das sehr gerne an. Findet ihr auch hier auf diesem Kanal. Ich glaube wirklich, er wird die Meta verändern, weil ich glaube, er wird sie beschleunigen, to be honest. Das hier ist eine neue Map. Ich musste zu allererst an Nepal denken. Holy shit. Ich dachte mir so, okay, was haben sie jetzt mit der Map gemacht? Aber es ist actually eine neue. Und zwar Shambhali, meine Freunde. Mit dem Mond hier oben. Ich finde, das sieht unfassbar geil aus. Und ist so ein Mix irgendwie aus Hanamura und Nepal. Kann man das sagen? Also geht das klar? Ich glaube schon. Sieht auch aus wie eine Payload-Map. So wie es aussieht, bin mir nicht genau sicher. Ja, und natürlich wieder, dass es einen neuen Battle Pass gibt mit obviously neuen Skins und so weiter und so fort. Und da gibt es einige, muss ich sagen, die ich unfassbar geil finde. So, also was sehen wir hier? Wir sehen eine neue Symmetra, das ist ein neuer Echo-Skin. Und wir haben eine Tracer, so Atlas Q's Hard Carry. Emote. Das ist ein sehr süßer Skin. Sieht so ein bisschen aus, so ein Expeditionstracer. Dann hier ist Symmetra. Die Sohne, also das sieht richtig geil aus, finde ich, mit diesem Schädel hier. Das erinnert mich an Medusa, richtig? Erinnert mich das an Medusa mit den Schlangen? Ich denke schon. Dann die Anna, die auch einen sehr süßen Skin bekommt. Ich kann mal ganz kurz im Frame zurückgehen, ob ich das hinbekomme. Ja, sah sehr geil aus. Dann Pharah mit einem Rocker-Skin. I don't know. Sieht fett aus. Und er hier. Holy shit. Gefühlt als Poseidon. Und last but not least, Zeus, Junker Queen. Das ist der neue mythische Skin, so wie wir ihn bei Genji schon im allerersten Battle Pass hatten. Oh, der Reinhardt-Skin ist auch richtig fett. Reinhardt. Hier sehen wir jetzt Ramattra. Roadhog. Pharah. Das ist ziemlich nice, to be honest. Das müsste Widowmaker hier sein, ne? Alter, das ist schon... Also, mir gefällt das Konzept sehr gut, dass sie dieses mystische Niveau nehmen. Also, jetzt hier auch mit dem Tauren beispielsweise als Reinhardt und mit diesem... Guckt euch mal diesen... Guckt euch das hier mal an, Alter, was für ein Monstrum von Waffe. Und das erinnert mich alles so an diese griechische Mythologie so ein bisschen. Finde ich mega geil. Finde ich unfassbar cool. Ah, jawohl, hier auch Lucio. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Mit den Flickeschuhen. Olympus, genau, richtig geil. Also das wird Battle for Olympus heißen. Das wird ein limitierter Zeit, also Time Mode sein, der bis zum 5. Januar gehen wird. Natürlich auch wieder Weihnachtsskins. Und ein neuer Skin für sie. Oh, mega geil. Und auch Genji bekommt noch einen. Also am 6. Dezember geht's los. Nicht 5. glaube ich, habe ich schon gesagt. Das hier sieht, ist auch so ein geiles Bild, muss ich sagen. Also, am 6. Dezember geht quasi das... neue Update los, also Season 2. Man wird wahrscheinlich, so wie auch schon vorher, entweder über den Battle Pass kostenfrei Ramattra freischalten. Wenn man aber den Battle Pass kauft, wird man ihn sofort bekommen. Höchstwahrscheinlich wird man ihn dann nicht direkt im Ranked Mode spielen können. Nichtsdestotrotz sind das in meinen Augen diesmal geile Skins. Wir werden uns den Spielmodus angucken. Ich werde Ramattra spielen und ich werde weiter ranken. Nicht nur auf twitch.tv/osmugel, sondern ich werde auch Videos hier veröffentlichen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sehr wenig editierte Videos sehen wollt oder ob ihr mehr so Zusammenfassungen von richtig geilen Runden sehen möchtet. Der Kanal wird sich jetzt aktuell um Overwatch, vielleicht auch noch ein bisschen Call of Duty und anderen Games drehen. Ich will mich hier einfach ein bisschen ausleben, ein bisschen austoben, anders als auf dem Hauptkanal. Und ja, Leute, gebt mir gerne Feedback, geht gerne in die Kommentare, lasst mich das gerne wissen. Ich habe Bock auf dieses Projekt hier, ich habe Bock auf weitere coole, geile Videos
Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Haut gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr mich supportet und nichts mehr verpasst hier auf diesem Kanal. Danke fürs Einschalten. Bis dahin. Peace.